Diskussionsbedarf hingegen scheint es bei der Gestaltung der Außenanlagen am künftigen Bürgerzentrum in der Hoyerswerder Altstadt zu geben. Zumindest wollten die Räte am Mittwoch darüber nicht entscheiden und hatten einige Fragen zur geplanten Aufstellung einer Skulptur. Während die Umsetzung durch die Kulturfabrik bereits durch Spenden und Sponsoren wohl finanziert ist, schienen einige vom gewählten Standort nicht überzeugt. Dafür müsste ein Baum gefällt werden. Wer denn die Kosten für eine Ersatzpflanzung zahlt, war dann eine der aufgeworfenen Fragen. Ende des Monats soll nun der Stadtrat entscheiden. Oberbürgermeister Stefan Skora regte im Vorfeld einen Vororttermin an.